So, und damit herzlich willkommen zurück bei der nächsten Folge The Long Dark. Und The Long Fressen. Nom nom nom. So, wir sind etwas entlastet, trinken nochmal Wasser und legen es direkt wieder ab. Oh, lecker, lecker, lecker. So, wieder weg damit. Okay. Dann können wir ja losziehen. Also, wir wollen hier noch irgendwas mitnehmen. Hier. So. Okay. Machen wir uns mal auf dem Rückweg. Wie spät haben wir's? Geht Richtung Abend. Das ist vollkommen okay. Der Wind kommt auch. Zumindest nicht aus der Richtung, wo wir hin müssen. Ja, Wolfies. Ich gehe jetzt wieder. Ihr habt jetzt eure Ruhe. Ist alle rumlaufen. Okay, dann ab auf den Rückweg und Zeug hochschaffen. Aber wir gehen definitiv noch mal runter. Weil es hier doch noch ein paar Plätze gibt, die wir noch looten können. Jede Menge. Na? Jetzt komme ich wieder nicht auf den Namen. Rohrkolben! Gibt's hier auch noch. Hinten dieses kleine Haus müssen wir auch noch untersuchen. Da ist meistens auch noch jede Menge wertvolle Sachen. Solange man ein klares Wetter hat, kann man die Brücke hier eigentlich sehr gut als, ich sag mal, Übersichtspunkt nehmen. Die sieht man ja wirklich von Weitem dann. Und sich da ein bisschen dran zu orientieren. Werde ich, glaube ich, mal probieren. Einfach über die Brücke hier weiter nach hinten und dann suchen wir uns kurz das Seil. Muss ich nur noch mal gucken, wo das jetzt genau war. Wird man schon finden. Wir dürften jetzt noch unsere ganzen Sachen liegen, die wir liegen gelassen haben. Da sind sie schon. Das hier war Bügelsäge. Trinken. Da vorne hat man das Jagdgewehr. Revolver haben wir auch noch einstecken. Und vor allen Dingen Messer und Beil repariert. Ah, das werde ich definitiv nicht alles hier unten lassen. Ja, wie gesagt, ich könnte es auch in eine andere Richtung schleppen. Das weiß ich. Aber ich will das lieber alles jetzt hoch zu dem Punkt bringen. Bisschen umständlich, aber was soll's. So, gehen wir hier vorne mal nach oben. Ja, das war der Turm. Der ist halt von Weitem so auffällig, ey. Also ganz ehrlich, da hätten sie ruhig einen platzieren können. Ja, das ist ja nun wirklich eigentlich ein perfekter Punkt für so einen Turm. Komplett freie Fläche auf so einem Felsen. Das ist doch für einen Empfang mega gut, ey. Bin wirklich schon neugierig, wo die letzten zwei Türme sind, ey. Geiles Stück Software, verwöhnst mich wieder mit Musik. Für
letzten Bergstraße. Ne, ich muss hier weiter nach hinten. Das ist doch ein Wolf, oder? Kleiner Hälter-Effekt noch. Oh, halt noch ein Stück. Nice. Ja, und so direkt 3 Kilo mehr mitgeschleppt. Tschüss. Mach's gut. Und hier ist das Seil. Also alles easy. Ich glaube, wenn ich dann das zweite Mal runterkletter, werde ich mal so ein bisschen gehen. Da hinten noch irgendwie so ein bisschen was aufdecken und gucken, was da so ist. So ein bisschen Abseitswege und sowas gehen, um mich mehr umzugucken. Machen wir aber dann natürlich am nächsten Tag erst. Oh, das ist ganz schön hoch, ey. Schaffe ich das in einem Zug? Wenn nicht, ist nicht so schlimm. Da ist, glaube ich, ein Absatz. Und wir haben ja eh die Klettereisen. Er klettert auch ein bisschen langsamer, weil er schon müde ist. Oh, warte mal. Mist. Das ist gerade nicht so geil. Oh, das habe ich nicht beachtet. Verdammt. Jetzt sind wir ganz leicht überladen. Wir müssen irgendwas hier drauf liegen lassen. Warte mal, was nehme ich denn wieder mit? Dann könnte ich das zwischendurch, warte mal, hier irgendein Werkzeug, warte mal. Ja, mein Beil. Das nehme ich ja eh wieder mit. Brecheisen, legt man das auch mal noch ab. Einfach um sicher zu gehen gerade. Okay, wieder ran. Ah, gut, dass ich die Klettereisen habe. Ich glaube, das wäre jetzt gerade echt kritisch gewesen. Holy shit. Okay, das war krass jetzt. Das habe ich mega unterschätzt gerade. Hab ich keinen Kaffee mehr oder so? Doch, ich hätte auch einen Kaffee trinken können. Egal, dann können wir jetzt wenigstens durchpennen. Der Turm ist in der Richtung. Da dürfte das Zeug ja dort inzwischen auch schon getrocknet sein. Ich glaube, ohne die Klettereisen wäre das gerade extrem knapp geworden. So, Holz oder sowas habe ich jetzt nicht. Ich denke nur ein bisschen Kohle. Die legen wir uns natürlich hier hin. Da liegt noch Fleisch. Können wir jetzt irgendwas an Fleisch einstecken? Nee, ne? Wir hatten nur das Zeug. Jo. Okay. Nehmen wir hoch. Aussichtspunkt der Gedanken. So, wie sieht's aus? Jo, 60% schon. Das läuft auch. Dann. Das ist alles getrocknet, okay. Dann legen wir mal ab. Ja, dann lege ich die jetzt erstmal ab. Sollte ich doch noch einen Turm finden, kann ich es mir ja immer noch holen. 10-mal Revolver-Muni. Ja, geil. Auf ein Nähzeug. Okay, dann hier die ganzen Sardinen. Alter.
Jawoll. So, davon essen wir mal ein paar hier. Die auch noch. Nom nom nom. Okay. Erstmal wieder rein damit. Oder? Nee, lass ich mal im Inventar, kann ich dann noch essen. Kondensmilch. Haferflocken. Das Essen haben wir echt eine gute Ausbeute da gemacht, ne? Krass. Richtig krass. Okay. So, was haben wir hier noch? Ach ja, die Stiefel noch. Die stelle ich jetzt erstmal hier irgendwo hin. Einfach nur, dass sie auffallen. Ach komm, hier alle auf den Tisch. So. Und hier noch. Stelle ich hier unten irgendwo rein. Zack. Die packe ich jetzt mal hier rein. Den Pullover rein. Ah, so ein Energy Drink hätte ich auch noch nehmen können. Also alles easy hier. So, da habe ich mal wieder 10 Stück auf einen Haufen. Zack. So, noch irgendwas. Das hebt man alles auf. Das hebt man auf. Jo, passt. Okay, wie spät haben wir's? Dauert noch ein Stück. Wisst ihr was? Komm, dann nutzen wir die Zeit noch ein bisschen. Wir machen uns mal ein schönes Feuer schon hier. So, 100%. Nice. Läuft einfach. Bin ja mal gespannt, wie das dann mit Level 5 ist. Was da noch irgendwie vielleicht für einen Spezialeffekt oder so drauf ist. Turned out pretty well. Yeah, du sagst es. So, ja. Kann man nicht mal das ganze Fleisch hier durchbraten. Glaube ich, Pfanne und Topf gefunden. Hier oben. Könnte ich dann sogar noch ein bisschen Wasser machen. Einfach das Feuer jetzt noch ausnutzen. Jetzt, glaube ich, Wasser oder so hatten wir jetzt hier gar nichts, ne? Glaube ich, nichts hier. Ja, Pfanne und Topf. Nice. Wieder zumachen. Die Kälte bleibt schön draußen. Something's making me feel tired. Ja, klettern macht halt müde. So, zack. Und zack. Dann machen wir uns noch ein bisschen Wasser. Liter, hier ein Liter. Passt. Jetzt 90 Minuten. Ja, brauchen wir nur noch einen Stock. Kleines bisschen anheizen. Zack. 90 Minuten. Passt. Jo, perfekt. Haben wir hier Trinkwasser. Trinken wir nochmal was. Dann machen wir einfach noch so viel wie möglich an ungekochten hier, bis das Feuer wieder ausgeht. So, gucken wir mal. Feels like night is coming. Jo, die Nacht kommt jetzt. So, wie viel haben wir da nochmal? Alter, nochmal über einen Liter, ne? In der kurzen Zeit. Das ist so gut. Alles klar. Achso. Natürlich. Das Fleisch erstmal hier unten hin. Zack, zack, zack. Thank you.
2 Brötchen lege ich jetzt auch mal noch hier hin. Das sind für mich einfach Brötchen, ey. Brötchen mit Fleischfüllung. So. Es geht auch gerade scheinbar ein stärkerer Wind los. Also ganz ehrlich, ich hätte eigentlich Schiss, hier oben zu pennen, ey. Du weißt doch nicht, wie lange das Ding hier schon steht und ob das eventuell jetzt einsturzgefährdet langsam ist. So, Wasser. Stellen wir uns alles mal hier oben hin. Was umgekocht hätte ich eigentlich unten lassen können. Egal. Gut, dann würde ich sagen, 12 Stunden pennen. Dann geht die Sonne gerade wieder auf. Schon wieder Polarlichter, echt jetzt? Oh nein. Verdammt. Nom nom nom. Das war ein schönes Frühstück hier. 3 Dosen Sardinen. Okay. Das mit dem Wind ist jetzt... Der kommt doch noch aus der Richtung gerade. Ist das ekelhaft. Was machen wir denn jetzt? Ich glaube, ich bleibe erstmal noch hier. Ich vertrödel ein bisschen Zeit. Okay, Schnee ist zumindest weg. Aber der Wind ist noch. So, dann das Wasser legt man hier mal mit ab irgendwie. Hier nichts Feuer. Nehmen wir die Holzkohle mit. Die nehme ich mit. Würde sagen, trinken gleich mal einen Kaffee. So, dann beiß mal hiervon noch ein bisschen was ab. Ab und los geht's. Ist zumindest kein Schnee mehr. Wind, ja, okay, ist ein bisschen nervig. Zumindest kommt aber zumindest erstmal aus der Richtung irgendwie. Da wollen wir ja sowieso jetzt gerade nicht lang. Ist früher Morgen. Wir haben jetzt den ganzen Tag vor uns. Erschöpfung ist jetzt erstmal verringert beim Runterklettern. Wir haben immer noch 2 Kaffee. Sehr gut. Gut, dann einmal. So, kann ich hier mal mitnehmen. Und weiter geht's. Das mit diesem Müdigkeitsabfall, das müsste auch irgendwie abhängig sein, wie viel du auch im Inventar hast. Jetzt habe ich ja gefühlt fast gar nichts gerade. Und trotzdem sinkt das wie Sau. Vor allen Dingen nach unten klettern, also das ist nur wirklich... Das ist jetzt nicht so anstrengend, als wenn du dich hier mit übelsten Inventar nach oben ziehst. So, dann gucken wir uns hier mal ein bisschen um. Da ist irgendwie eine Art Durchgang. Ich geh erstmal hier lang. Da ist die Hütte, die ich meinte. Die untersuchen wir gleich mal. Die Hütte kann man auch natürlich nutzen, um sich auszuruhen, bevor man wieder hochklettert.
Macht sich auf jeden Fall sehr gut. Oh. Just what I need. Noch ein Beil. Genau. Ein 50. Beil. Das brauchst du jetzt unbedingt. So. Einmal rein hier. Okay. Halt. Revolverpatronen. Jede Menge davon. Kartoffel. Komm, wir machen hier mal an, dass ich hier ja nichts übersehe. Eine Karotte. Okay. Erstmal wieder alles mitnehmen. Das ist okay, Handy. Okay. Felgengrill. Okay. Salz. Und Speiseöl. Ja, geil. Sehr, sehr gut. Oh. I could use this. Ist aber, glaube ich, auch nicht mehr viel drin gewesen, oder? Ich hatte jetzt nicht geguckt. Nein. Okay, hier haben wir auf jeden Fall ein Bett. Okay, Felgenkohle. Ist gar keine Kohle drin. Okay. Dann würde ich gleich sagen, weil wir eh gerade von Kohle geredet haben, mache ich dir doch einfach nochmal eine Zeichnung. Damit haben wir die Hütte auch drauf. Schöpfung verringert ist jetzt abgelaufen. Dann gucken wir uns hier mal ein bisschen um. Hm? Das sieht so aus, als ob es da drüber geht. Warte mal. Und da sind irgendwie Krähen. Warte mal, da liegt irgendwas. Hier irgendwie bei dem Felsen. Hä? Wie hab ich denn das übersehen? Ich bin doch hier lang gekommen. Ach, weil das hier oben drauf liegt. Oder? Hä? Wo? Da! Alter, okay. Hätte ich ohne die Krähen locker übersehen. Alter, das siehst du ja wirklich auch, wenn du hier so rumläufst. Eigentlich gar nicht. Holy, ist das gut versteckt. So, wir nehmen natürlich gleich alles raus. Okay. Noch eine Krähenfeder. Ja, nice. Fünf Kilo haben wir gerade. Von einiges an Klamotten und Holz. Untere Rabenfälle, neuer Ort entdeckt. Hm. Auf jeden Fall noch ein Ahornschüssling. Schöner Picknickplatz hier. Wonder if this is any good to eat. Frisch. 0%, Alter. Okay. Da haben wir wieder was. Ich habe trotzdem immer noch irgendwie Bammel, dass ich eine Lebensmittelvergiftung von sowas krieg. Also während ich hier vielleicht gerade irgendwie unterwegs bin oder so. Keine Ahnung. Also ich hatte halt nie Kochen auf Level 5. Hatte ich nie. Das erste Mal jetzt. Aber wie gesagt, ich muss auch sagen, das war damals wesentlich schwerer hochzuleveln. Also finde ich jetzt zumindest auf Pilger. Du hattest halt nicht diese 100.000 Rezepte da, die du irgendwie noch nutzen konntest. Wo einmal das Zubereiten schon Erfahrung bringt und gleichzeitig dann noch, wie heißt's? Dann das Kochen nochmal. Ist hier oben irgendwas versteckt? Zeig mal, ja. Hä, es sieht so aus, als ob es hier lang geht. Ob hier irgendwas versteckt ist. Oder? Ne, doch nicht. Schnell, hier kannst du mich auch. Okay. Och man! Das wäre jetzt geil gewesen. Hier vielleicht irgendwas? Ne, auch nicht. Ach, Rohrkolben sind hier auch gar keine, ey. Hm. Na gut. Sagen,
Wir checken mal hier alles ab. Hier sind noch jede Menge Pilze. Nehme ich auf jeden Fall mal noch mit. Mal her damit. So, hier auch noch. Kann der Wind mal wieder aufhören, ey? Gehen jetzt schon wieder auf den Mittag zu und der ist immer noch. Ich will keinen Wind mehr. Nie wieder. Na gut, ich glaube, ich habe jetzt erstmal genug Holz. Gut. So, gucken wir uns den See hier mal ein bisschen an. Oder den Teich. Ist ja hier ein Teich hier. Ist ja fast gar nicht. Gibt's hier vielleicht Rohrkolben? Da vorne gibt's auf jeden Fall eine Menge Gestrüpp. Och, Windmensch! Also ich glaube, das ist mit eins der nervigsten Sachen hier in Long Dark, ey. Dieser dämliche Wind. Ah, hier. Ich wollte gerade sagen, kann ich das nicht irgendwie zerlegen oder so? Komm, machen wir mal. So. Dass ich hier so ein bisschen durchkomme, genau. Nice. Da ist wieder ein Wolf. So. Alter, geh doch hier drauf! Was war das denn? Was ist denn los? Da liegt auch noch was. Vielleicht haben sie mir was angelassen. Und? Ja. Ist was dran. Nice. Ja, damit. Jede Menge Federn. Nehme ich natürlich alle mit. Mehr Federn bedeutet weniger Probleme beim Pfeile herstellen. Okay, ich gehe jetzt einfach mal hier nach unten weiter lang. Wieder in die Richtung, wo ich hin wollte. Ich gehe mal hier eben nach oben. Vielleicht ist hier noch irgendwo was. Das ist auf jeden Fall die Straße. Hat der Wind jetzt wieder gedreht? Kommt er jetzt auf einmal aus der Richtung, wo ich jetzt gerade hin will? Echt jetzt? Alter Spiel. Ja, kommt jetzt aus der Richtung, gerade wo ich jetzt da lang will.
ich einfach mal gucken will, was da noch ist. Da ist ja eine Brücke, also muss da ja irgendwas sein. Aber ich glaube ich auch noch nicht, zumindest jetzt so in die Richtung. Da ist irgendwo der Leuchtturm. Dann muss ja hier auch noch irgendwas sein. Oh, da ist der Leuchtturm. Die Brücke hat aber zumindest keinen Namen. Ach doch, Rabenbrücke. Neuer Ort entdeckt. Sehr schön. Da hinten sieht es aber auch aus, als ob es da nicht wirklich weitergeht. Eingestürzte Straße wieder. Egal, vielleicht steht da noch irgendwie ein Auto oder sowas. Kann ja sein. Oder liegt, oder zerdrückt, oder fährt. Machen wir die Musik kurz ein bisschen leise. Ja, die ist schön, aber die ist mir gerade ein kleines bisschen zu laut. Machen wir mal 75. Ja, besser. Weißt du was? Einen hebe ich mir noch auf. Aber den trinken wir jetzt mal noch. Die Erschöpfung mal noch ein bisschen zu verringern. Wir haben kurz nach Mittag. Und er wird schon müder, das ist nicht so geil. Erdrutsch, neuer Ort. Aber es sieht bald nicht so aus, als ob hier irgendwas ist. Ist ja gar nichts. Da wische ich mich ab, bis hier nur zu gehen und dann ist hier einfach gar nichts. Ach komm, das muss doch nicht sein. Na gut. Ich glaube bald dann werde ich, warte mal. Hier müssten irgendwo diese Hütten sein. Ich könnte dort pennen. Ein bisschen was zu essen habe ich ja. Trinken habe ich damit. Alter, Sachen laufen übelst ab, ey. Hier ist noch ein Rucksack, den hab ich gar nicht gesehen. Guck mal. Ein Lappen. Auf jeden Fall. Chips. Kochfleisch. Alles, was durstig macht. Sehr gut. Ja, da würde ich sagen, gehe ich erstmal zu den Hütten. Ich lasse die Sachen, die hier auf dem Weg liegen, noch liegen. Ich werde auf jeden Fall die Höhle abchecken, wo man spawnt, wenn man Darkwalker Challenge hier anfängt. Und diesen Jagdunterstand, den will ich gerne noch finden. Ah, 6 Kilo nur an Holz, ey. Das hat man alles, das sind die Fischerhütten. Ah, jetzt hat der Wind, glaube ich, aufgehört. Blum, 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 blum. Da klappert das Holz. Ja, ich werde auf jeden Fall hier vorne dann den See so ein bisschen entlang gehen.
Oh! Hab ich jetzt gerade gewundert, was das für ein Geräusch ist. Hallo, Berli! Na, wie geht's dir so? Ja, will einfach ein bisschen spazieren gehen. So, warte mal, jetzt guck ich hier. Hier hatte ich, glaube ich, die Blenden nicht runter gemacht, oder? Doch, hatte ich. Okay. Da sind die Hütten. Zu denen will ich dann. Ich glaube, da werde ich erstmal übernachten. Gehen wir mal ein bisschen. Es war jetzt noch nicht so spät, aber. Ich nutze das jetzt einfach gleich mal aus, dass ich wieder weiß, wo ich pennen kann. Hier irgendwas angespielt? Nee, ne? Sieht nicht danach aus. Okay. Dann müssen wir eigentlich von den Hütten aus irgendwie da in die Richtung müsste das sein, dieser Jagdunterstand. Vielleicht gehe ich da gerade mal zuerst hin. Weil noch haben wir Tageslicht, wir haben keinen Sturm und nichts. Das heißt, ich kann auf jeden Fall gut sehen, wo dann dieser Jagdunterstand ist. Ja, komm, mach noch. Dann suche ich den jetzt noch fix. Und dann zu den Hütten. Wenn ich wirklich Wasser brauche, weiß ich auch, wo ich welches finde. So, da ist das Auto. Das heißt aber noch ein Stück weiter hinter und dann nach oben. Also sollte ich vielleicht gleich hier irgendwie nach oben und da mal auf den Hügel oder so, wenn ich da hochkomme. Das sieht mir ein bisschen sehr steil aus. Ich glaube nicht, dass ich den hochkomme. Nö, vergiss es, den komme ich niemals hoch. Jetzt sind wir trotzdem bei den Hütten, okay. Überflutete Wohnwegen. Also ging das Wasser mal bis nach hier draußen, oder was? Natürlich wieder ein Brecheisen. Jetzt. Gut, vielleicht mal zeichnen. Haben wir die auch schon mal. Ja, ich glaube, ich könnte hier so hinter. Das ist auf jeden Fall ein Kadaver, den ich jetzt schon aufgezeichnet habe. Sehr gut. Dann legen wir hier gleich mal zum Trocknen ab. Oh nein, hier drin ist kein Bett. Scheiße. Hope I can still eat this. 1%. Verdammt, hier ist kein Bett drin. Ah, oh, dann müssen wir ja doch wieder zur Anlage. Mist.
Kann ich das alles wieder einsammeln. Shit. Ich hatte gehofft, dass hier ein Bett drin ist. Okay, hier ist auch wirklich nicht viel drin, ne? Okay. Dann wohl doch nicht hier. Wirklich irgendwie in der Richtung. Was da liegt. Jetzt ist wieder Wind. Und wieder von vorn. Da. Was ist denn nur los mit dem Spiel? Das Spiel will mich gerade so richtig schön trollen, ne? Also nicht nur gerade, also in letzter Zeit echt häufig mit dem Wind. Das ist ja unfassbar. Kann ich den vielleicht schon irgendwo von hier aus sehen, diesen... Ausguck, hier ist auf jeden Fall dieser Kadaver, den wir gezeichnet hatten. Die müssten das von hier aus eigentlich schon sehen können. Das Ding. Das muss doch hier irgendwo sein. Ach hier. Den nehmen wir gleich wieder aus. Ah, da vergeht jetzt nochmal Zeit, aber egal. Ja, dann pennen wir einfach hier in der Verarbeitungsanlage. Pennen wir dort. Vielleicht kann man es ja wenigstens ein bisschen nachvollziehen, warum ich das so übel nervig finde. Also, du schleichst ja wirklich gegen den Wind. Das ist so schlimm. Warte mal. Da bricht man definitiv irgendwo durch. Das sehe ich da jetzt schon. Dann lieber sicher gehen und hier den Schnee ausnutzen. Ja, ich gehe außen rum. Drunter durchkriechen. Und dann hier beim Schnee. Hier rüber rennen. So, eigentlich müsste das jetzt gleich hier irgendwo sein. Okay. Alles easy. Da ist er. Alter, erschreckt mich doch nicht immer so. Verdammt nochmal. Was ist denn mit euch? Und noch ein totes Rehlein. Bei dem Eis gehe ich immer sicher. Da werde ich definitiv drüber rennen. Also, keine Chance, dass ich da einfach nur drüber laufe. Ja, komm. Nehmen wir den schnell aus hier. Geht inzwischen wirklich fix, ey. Das ist so krass, was dieses Level einfach nur ausmacht. Nice. Ja, ja, ja. Wir gehen gleich zurück, keine Sorge. Aber jetzt müssen wir uns hier noch umgucken, solange wir hier sind. Da ist die Kassette. Hochsitz. So, was haben wir drinne? Was? Krachmacher, improvisierter Sprengkörper. Nützlich, um Raubtiere abzuwehren. Zu nah sollte er allerdings nicht hochgehen, sonst droht Verletzungsgefahr. Was? Hä? I think I can use this. What the fuck? Die sind neu. Holy. Gewehrhülsen, okay. Hä, wie geil. Und jetzt kann ich die wohl selber herstellen? Weil ich irgendwie... Ach mal, Tatsache. Recycelte Dose, Stoff, Schießpulver, Munitionswerkbank. Alter, wie cool! Habe ich aber noch nie eingesetzt, die Dinger. Aber ich könnte mir wirklich vorstellen, dass die sogar einen Bären oder irgendwas verscheuchen könnten. Okay, hier ist sonst nichts weiter. Okay, wir sind auch genau bei 40 Kilogramm. Wir haben eine Menge Holz einstecken, ja, aber... Na gut, dann... Ich beende mal die Folge hier. Genau hier, komm, wir stellen es auf den Hochsitz. Oh, die Tür, den habe ich auch schon wieder übersehen. Oh, eh nichts von. Gut. Dann sag ich mal, bis zur nächsten Folge. Tschüss!